Hi, hi, ich mach mal wieder was. Handy-Gamepad selber bauen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, das ist ein alter Controller. Und den werde ich jetzt umbauen. Da ist eine Hülle für das Handy. So. Und das soll jetzt ungefähr so da drauf. So. Wir müssen hier reinsägen, da rein ein Stück und dann so gerade rüber. Nicht weiter. Und dann müssen wir jetzt genau an der Hälfte von oben reinsägen. So. Genau die Hälfte von den Augen hier. So. Und dann haben wir quasi das Stück hier. So. Und das Baum jetzt hier drauf. So. 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 Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann hier festkleben. Hier. Und dann hier noch kleben. Da und auf der anderen Seite. Den natürlich jetzt auch anklebe. So. Und dann brauchen wir noch die Schrauben dazu, um noch die Schraube hier noch voll reinzuschrauben. Die müssen wir noch schrauben hier, die, dass das hier zusammen ist, hier diese zwei Griffe. So. Und jetzt müssen wir hier auch diese noch absägen. Das hier so absägen. Dass das hier so drauf passt. Und dass die Höhe stimmt hier. Dass die Höhe stimmt hier. Müssen wir hier was unterbauen ein bisschen. Und das auch. Wenn man das hier auch dann schön draufkleben kann, brauchen wir hier auf jeden Fall so eine kleine Platte. So. Und das machen wir dann so da drauf. Schön Kleber angeben. So draufkleben. So.
So, danach sieht es jetzt so aus. So. Und dann müssen wir jetzt den Überstand abschneiden. Mit dem scharfen Cutter schneiden wir dann die Reste ab. Und dann muss man das Teil ein bisschen schleifen. So, und jetzt muss man nur noch das Ding hier drauf kleben. So, und schon ist das Pad fertig.